Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal von Darth Kylo LP. Ich bin Darth Kylo und ja, wir haben hier nichts im Ofen. Warum brennt der eigentlich noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Tada Tag. Und ich würde sagen, wir bauen mal schnell die ganzen Sachen hier ab. Und verschwinden hier aus diesem ekligen Loch hier raus. Könnten hier noch Monster sein, weil es noch relativ immer wieder ganz toll. Man merkt's. Ja, die Welt muss sich da hinten noch etwas aufbauen. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in irgendeine Richtung. Ich weiß nicht mehr, von welcher Richtung wir gekommen sind. Könnte sein, dass wir jetzt auch in die. Ja, da hinten ist noch ein Creeper. Da sollten wir am besten nicht hinlaufen. Und wie ihr seht, habe ich ein Pack, also ein Texture Pack, rausgekramt. Und ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Ja, da höre ich schon Pfeile fliegen. Es leckt einfach so richtig übel. Egal. Wir holen uns einfach nochmal dieses Schaf hier. Das ist ein Schaf. Wait, wir brauchen ein bisschen Wolle, weil wir haben leider noch kein Bett und deshalb brauchen wir Wolle. Wir haben einen. Okay, dann warten wir jetzt am besten mal, bis dieses Schaf frisst und dann kommt diese Wolle wieder. Und dann können wir den wieder ja, scheren. Das ist zum Glück gut, weil der läuft auch genau in die richtige Richtung, wo wir hinwollen. Schaf, versuchst du mich gerade hier runterzuschieben? Kannst du es bitte lassen? Kannst du bitte fressen? Dickes, fettes Schaf, nee. Keine Sorge, ich mag Schafe. Schafe sind gut. So, Schaf, friss mal bitte etwas. Ja, friss bitte. Hallo. Ja, gut, dann suchen wir einfach mal andere Schafe, weil das Schaf will gerade irgendwie nicht fressen. Oder wir hören es gleich fressen, aber. Ja, wenigstens haben wir es nicht getötet, würde ich sagen. Ich meine, wir haben noch da was zu fressen und da was zu fressen. Und ja, wo sind wir hier gelandet? Hier sieht es doch. Wir sind gerade auf dem Berg. Irgendwo in der Richtung, da wo mein Wadenkreuz ist. Könnte vielleicht das richtige Biom sein, was wir suchen. Oder wir sind in die falsche Richtung gelaufen und. Ja, wir laufen woanders hin, also wieder zurück. Diesen Lex mal wieder. Da ist noch ein Schaf, aber da will ich jetzt nicht hinlaufen. Da unten ist noch einer. Leute, könnt ihr mir mal sagen, ob ich gerade wieder zurückgelaufen bin? Ah, hier gibt's wieder ein paar Schafe. Wird mir gleich zwei Wolle gegeben. Prima, danke. Oh, hier liegt noch mal Wolle. Null hat er. Und jetzt haben wir fünf Wolle. Das ist gut, dann können wir uns ein Bett machen. Dann können wir nämlich auch schlafen. Ja, hier sind relativ viele Schafe. Dann töten wir die mal. Und es hat mir jemand gefragt, ob ich etwas längere Folgen machen könnte. Weil in so 10 Minuten Folgen schafft man ja eigentlich überhaupt nichts. Das finde ich nämlich auch. Halt, hier geblieben, du Schäfchen, du. Okay. Wir töten ihn nochmal. Ja, dort ist ein Oktopus und ich würde sagen, ah, da hinten geht es weiter. Das bedeutet, wir schwimmen am besten einfach mal da in die Richtung. So. Wir sind viel schneller. Einfach mal so in die Richtung. Hier wird es voll eklig kackbraun. Ah, wir müssen an die Luft. Dann sterben wir.
Also ich finde das Texture-Pack eigentlich ganz cool, weil ich habe einen Laptop und da gehen die meisten eigentlich nicht drauf. Also wir haben hier jetzt so zwischen 10 und 20 FPS. Das ist eigentlich immer bei mir so, wenn ich aufnehme. Natürlich, wenn ich ohne die ich meistens so 30 FPS. Wer nicht weiß, was FPS ist, FPS heißt Frames per Second. Und das Frames per Second heißt Bilder pro Sekunde. Also die Bilder, die ihr halt im Video seht, halt pro Sekunde. Denn Bilder ergeben in schneller Reihenfolge halt Videos. Habe ich das gut erklärt? Ich kann eigentlich nicht gut erklären. Und ja. Ich hoffe, wir finden jetzt bald mal das richtige Biom, weil ihr wollt ja auch keine 5 Folgen sehen, wo ich das richtige Biom suche und so. Fand's wieder, aber kommen wir da nicht her? Nee, wir sind von da gekommen. Oh, wird an den durch? Und ich würde sagen, dann finden wir auch irgendwann auch das richtige Biom, wenn wir einfach straight geradeaus laufen. Also da sehe ich auch schon wieder, Bäume. Also ich sehe eigentlich die ganze Zeit Bäume, aber wir brauchen halt Eichen. Hallo. Sorry an alle Tierliebhaber, aber wir sind sehr knapp hier. Obwohl, nee, sind wir halt nicht. Wir brauchen halt Essen. Doch gesehen, dass hier noch einer steht. Du kleiner Schlingel, du. Ach so, genau. Was ich ansprechen wollte, dass jemand gesagt hat, kurze Videos drin. Ich wollte sagen, fragen, ob ihr es vielleicht gut findet, wenn ich vielleicht so 20-minütige Folgen mache. Weil in den Folgen schafft man dann halt auch viel, viel mehr. Ich meine, dann hätten wir vielleicht, wenn jede Folge so 20 Minuten geht, dann hätten wir jetzt zum Beispiel auch schon mindestens einen Platz gefunden, wo wir Hock bauen können. Das kann ich wirklich so sagen. Genau. Und da. Es leckt mal wieder tierisch. Ich hasse es. Also da ist das Meer. Ich würde jetzt sehr ungern einfach darüber fahren, weil ich weiß nicht, wann das Festland und so kommt. Da drüben ist noch immer die ganze Zeit, ja, so ein Kackbiom halt. Oder wir laufen einfach an der Küste entlang, das geht auch. Ich würde sagen, das machen wir auch. Aha. Ja, das ist ein Ozean hier. Ja, das ist die ganze Zeit ein Ozean. Aber, kommen wir doch mal hier. Hier gibt es süße Schildis. Nein, dich töten wir natürlich nicht. Ihr süßen Schildis, nein. Ihr seid ganz bravi. Ja. Ich glaube, ich habe einen Knall. Was ist denn da zu sehen? Da sind, ist, glaube ich, ein. Ja. Da schwimmen wir mal hin. Wie viel Uhr ist es denn? Ah, die Sonne geht fast unter. Dann würde ich mal sagen, wir stellen den Crafting Table einfach mal hier so hin und craften uns schnell mal ein Bett, weil dann können wir nämlich ganz, ganz schnell die Nacht einfach so überspringen. Das ist nämlich auch richtig geil. Haben wir vielleicht noch irgendwo hier so eine Blume? Ich mag weiße Betten nicht so. Ich sehe jetzt keine Blume. Könnt ihr mir hinschreiben, in welcher Minute das ist, aber die Folge wird länger sein. Also wir finden hier auf jeden Fall nicht mehr wieder hin. Deshalb nehmen wir auch am besten immer alles mit. Ja, das Bett sieht einfach normal aus. Das ist irgendwie komisch. Na ja, gut, die Tiere sehen auch ähnlich aus, oder?
Ja gut, die Tiere, die sehen auch normal aus. Genau, also wir gehen dann nach der Nacht, gehen wir am besten dahin. Also durch den Urwald da, da gibt es auch, glaube ich, so richtig dicke Häuser. Wo auch richtig OP-Sachen drin sind, aber auch richtig starke Monster und Mobs und so. Und in das Haus gehen wir auf jeden Fall nicht rein. Und ja, wir warten jetzt mal, bis die Sonne da unten das Wasser berührt. Brauche ich eigentlich Holz? Nee, Holz haben wir genug. Wir haben hier fast den ganzen Stack Holz. Und da haben wir auch noch ein bisschen. Und Kohle haben wir auch und so. Und ja, ich denke, das reicht erstmal, was wir so haben. Ja gut, wir haben ein bisschen wenig Steine, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, wir können schlafen. Was? Ich will aber schlafen. Danke. Danke, dass ich schlafen darf. Okay, Leute, meine Anzeige habe ich gerade nochmal neu gestartet. Meine Aufnahme, nicht meine Anzeige. Die hat ein bisschen rumgesponnen. Deshalb vielleicht ein kleiner Cut hier, aber wir sind. Ist nichts viel passiert. Wir sind nur von da hinten ein bisschen hingeschwommen mit einem Boot und das war's. Oh, da ist ein Creeper. Da wollen wir natürlich nicht hin. Natürlich gibt es hier auch jede Menge Monster hier in dem Wald, weil es da halt richtig dunkel drin ist. Wie sie es in Stick rumliegen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier auch richtig große Pilze. Hier ist einer, ein Fliegenpilz. Hier, siehst du? Den habe ich auch noch nicht mit dem Textstapel gesehen. Aber ich finde die Bäume, die sehen richtig, richtig geil aus. Findet ihr auch? Ich meine, die Blätter, die sehen so geil aus. Und die Rinde sieht auch richtig geil aus von außen, aber halt von unten eher nicht so. Sieht eher normal aus, ne? Dann würde ich einfach mal sagen, wir suchen noch mal schnell den Platz und so, weil ja, ich sag euch, vielleicht wird das auch zu einer Speedfolge, weil ich will euch jetzt nicht noch länger warten lassen und den Platz halt so richtig lang suchen halt. Und deshalb wird es vielleicht zu einer Speedfolge. Hallo Schaf. Ja, ich weiß, Leute, ist ein bisschen fies, alle Schafe hier zu töten, aber je mehr Fleisch wir halt haben, umso besser. So, wir sind hier draußen. Gut, prima. Ich überlege gerade, soll ich trotzdem noch mal raus schwimmen, weil wie gesagt, wir müssen hier alles auch noch terraformen und so, damit Hogwarts hier auch hinkommt. Und mit dem Wasser hier, das ist halt richtig, richtig tief, ne? Und das müssen wir dann alles wegmachen mit Erde und so. Aber wir können das halt auch anders machen. Ich würde einfach mal sagen, ist da vorne noch was Besonderes? Nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir schwimmen einfach mal mit dem Boot einfach mal geradeaus. Also dahin. Und das ist nicht geradeaus. Genau, so ist besser. Ja, wir sind hier, glaube ich, in einem lukewarm Ocean, oder? Nee, das ist ein Warm Ocean. Ich weiß gar nicht, was ein Lukewarm Ocean ist. Das ist vielleicht so ein kaltwarmer Ozean. Ich weiß es nicht, Leute. Es kann sein, dass wir zwischendurch mal stoppen müssen, weil die Welt sich aufbauen muss. Boah. Aber ich würde denken, das ist kein Problem für uns, oder? Ah, hier gibt es, glaube ich, auch. Ah, da unten sehe ich sogar einen. Ich habe da unten einen gesehen. Ich will jetzt hier noch schnell durch, weil ich will nicht, dass mich einer vergiftet. Wir sind hier in einem warmen Ozean. Unter uns
keine Ahnung, was das ist. Das, was halt wegen dem Klimawandel und kaputt geht, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Okay, wir fahren jetzt unter so Pufferfischen hindurch. Ja, das leckt gerade nur so, weil, guck mal da haben wir doch schönes Land gefunden, oder? Aber die Welt muss sich halt aufbauen, ne? So, und dann einmal zack. Boot eingesammelt. Ja, und ja, Leute, ich cheate nicht. Man kann das Boot wirklich mit einem Schlag kaputt machen. Ich glaube, wir haben sogar geil. Ich habe das richtige Biom gefunden. Wie geil ist das denn? Das war die richtige Entscheidung, Digga. Keine Ahnung, warum ich gerade Digga gesagt habe. Ich habe nicht Dick gesagt. Keine Ahnung, normal. Das ist genau das Biom, was ich haben wollte. Das heißt, hier sieht man es bei Biome ganz rechts. Ja, da steht halt Plains. Genau das Biom wollte ich. Genau das. Hier gibt es zwar nicht so viel Steine. Ja, alles klar. Hier gibt es zwar nicht ganz so viele Steine. Aber wir haben ein Dorf. Ich wollte zwar was anderes sagen. ich wollte zwar gerade kein Dorf finden, aber... huch, es hat so geleckt. Bin ich gerade reingegangen. Außerdem, okay, wir haben ein Dorf gefunden, das ist cool. Das Dorf müssen wir dann zwar zerstören, weil, wir haben schon wieder ein Room Portal. Ich sag immer Room Portal, obwohl das Ruin Portal oder sowas heißt. Okay, wir, gehen am besten mal zum Ruin Portal. Ich muss mir das angewöhnen, dass ich Ruin Portal sage und nicht Room Portal. Ist ja kein Raum. Okay, wo ist das Gold? Okay, wir schauen erstmal in die Kiste rein. Wir haben Silk Touch Spitzhacke. Die ist ja richtig geil. Und Effizienz und Projectile Protection. Keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr mir ja mal aufklären. Was das ist. Okay, und das nehmen wir auch alles mit. Die Glocke, die brauchen wir nicht. Und ja, die nehmen wir auch mal mit. Kann ja mal nicht schaden, ne? Okay, wo ist der Goldblock? Ah, da ist er. Ist er der Goldblock? Prima, dann haben wir jetzt schon zwei Goldblöcke. Und dann gehen wir am besten mal ins Dorf rein. Da können wir bestimmt auch mal was looten. Also, looten heißt Kisten leeren. Ja. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, das ist die Folge vorbei. Und... oh, wie süß. Und das wird das Dorf dann in der nächsten Folge looten. Aber ich bin ja nicht fies. Wir looten das jetzt. Okay. Hier ist Brot drin. Das nehmen wir auch mal mit. Das können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Und hier ist eine Stute mit ihrem Fohlen. Und ja, Leute, ich kenne mich mit Pferden aus. Also nicht ganz so doll wie Pferdeprofis oder sowas. Ah, das ist ja cool. Hier gibt es ein... obwohl, brauchen wir Pfeil und Bogen? Einen Bogen habe ich mir ja gemacht, aber Pfeile passen hier ja nicht mehr in mein Inventar. Außer die Wolle brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Ah, warte, da ist doch irgendwas gedroppt. Ah, prima. Habe ich das eingesammelt? Prima. Ja, erstmal gegen Türrahmen laufen, ganz klar. Ah, okay, es wird Nacht. Dann schlafen wir am besten in dem Dorf. Und ja, hallo, ich möchte hier mal rein. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Okay, sind hier... ah, hier sind alle Betten belegt. Okay, dann
gehen wir jetzt einfach mal hier rein, so zack. Und oh, guten Morgen, Leute. Habt ihr schon gepennt? Ja, ich glaube schon, oder? Hast du gut gepennt? Hier, siehst du, den meine ich. Das ist ein Fletcher. Damit können wir Sticks zu Emeralds traden. Und Emeralds können wir dann zu Pfeile um. Das ist richtig, richtig gut, weil Pfeile hätte ich gerne auch, weil immer wenn ich einen Creeper oder so in einem Nahkampf bekämpfe, dann explodiert der eigentlich immer. Und das ist eigentlich auch mal ganz gut, so einen Bogen mit Pfeilen zu haben. Wieso laufen hier eigentlich so viele Pferde rum? Verstehe ich nicht. Und ich höre einen Zombie, aber das ist jetzt nicht so schlimm, okay. Ich will einfach nur mal in alle Häuser reinschauen. Aber hier in den ganz normalen Häusern ist jetzt nichts. Aber da in diesem großen Haus, da müsste eigentlich noch was drin sein. Ach so, hier waren wir auch schon. Okay, gut. Ich hau mir mal drauf ein. Okay, prima. Ich würde dann mal sagen, wir bauen uns hier auf diese große Fläche am besten so eine Art Base oder sowas. Ah, hier ist ein Esel. Wenn man da eine Kiste oder so auf den Esel drauf macht, dann kann man da sogar Sachen reintun. Ja, Sachen lernt ihr auch noch heute mit mir, ne? Okay, aber das ist halt doof, weil da schon das Meer ist und da theoretisch auch. Aber das macht uns ja nichts zur Sache. Wir haben den ganzen Boden und so, können wir ja aushöhlen mit Steinen und Erde und was weiß ich nicht. Das macht ja nichts. Und wir müssen ja auch nicht den ganzen Ozean ausfüllen. Weil das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Arbeit. Ich würde trotzdem mal hier das reinstellen. Und das Ganze hier mal so den hier verarbeiten. Okay, geht gar nicht. Weil wir brauchen jetzt ganz viele Stöcke. Ich will nicht traden. Ich kriege gerade ganz viele Nachrichten. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weil wir müssen hier Leitern. Okay, 27, ich glaube, das reicht. Weil wir buddeln uns jetzt einfach hier so nach unten. Und dann, ja, ich weiß, Leute, das ist nicht gut, wenn ich das so mache. Leute, reicht das schon? Ja, gut, das reicht. Dann machen wir noch zwei nach unten. Nee, machen wir noch einen. Ja, siehst du hier? Ich höre hier schon irgendwo Lava. Ich höre hier Lava. Hätte ich mich doch einen weiter runtergegraben. Warte, wir gucken mal, ob da Lava ist. Okay, nee, da ist kein Lava. Kein Lava, ja, ist klar. Den kann ich auch nicht mehr, oder? Genau. Ich würde einfach sagen, wir graben uns jetzt einfach hier eine Base rein. Oh, die sehen aber auch geil aus. Ja, dieses Texture Pack ist neu, Leute. Ich muss ja auch noch Sachen entdecken, so wie ihr. Okay, Leute. Das haben wir schon mal. Und ich würde einfach mal sagen, ich stelle hier meine Kiste hin und dann kann ich einfach mal das ganze Kladderadatsch rein. Also das, was ich zu viel gecraftet habe, hier, das kann da noch rein. Und halt einen halben Stack nehme ich mit nach unten. Weil ich glaube, wir kommen hier heute nicht mehr hoch halt. Also ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach eine schöne Base. Und einen Moment. Hier, Leute, lernt was mit Pyro-LP. So kann man nämlich viel, viel schneller ja, das abbauen halt. Ne? Also ich würde die Base gerne drei Blöcke hoch machen.
Und da kommt natürlich noch ein anderer Boden rein, so sieht der ja scheiße aus, ne? Ah, nee, manchmal klappt das halt auch nicht ganz so. Okay, hier ist Eisen. Oh, Lex. Bitte, bitte nicht so viel leggen, danke. Okay, ich würde einfach mal hier so einen freien Raum einfach mal ausgraben. Ihr könnt dabei rumchillen und oder mit zusehen oder es halt Podcast hören oder was weiß ich, was ihr dabei macht. Okay, ich gehe einmal hier unten rein. Das haben wir auch schon mal geschafft. Weil so geht es einfach viel, viel schneller, Leute. Das wisst ihr auch. Leute, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Kohle? Ja, oder? Komm, dann nehmen wir noch mal ein bisschen Kohle mit. Meine Axt ist so. Axt. Meine Spitzhacke ist sowieso gleich kaputt, sag ich doch. Und ja, wird halt heute ein bisschen längere Folge. Aber. Hier, das ist neu aus der Version, ne? Das ist Kupfer, daraus kann man sich ein Fernrohr machen. Und einen Blitzableiter. Genau, also ich würde das auch mal mitnehmen, weil ich würde gerne ein Fernrohr machen. Weil ich habe keinen Optifine oder womit man auch ranzoomen kann. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. So, und dann füllen wir das am besten auch aus mit dem blöden Stein hier. Weil, wer braucht das denn schon? Ja, mit Gravel können wir das auch ein bisschen machen. Gravel braucht ja auch niemand, ne? Okay, und dann noch. Hiermit. Wie gesagt, das wird alles noch ganz anders. Die Base wird noch richtig, richtig schön. Das mache ich dann mal. Ich glaube, die Base mache ich dann auf irgendwann mal schön. Aber ich würde die Eisenspitzhacke noch nicht ganz verbrauchen wollen. Ja, wie gesagt, die Base wird dann noch ganz richtig schön mit Holz und was weiß ich nicht noch alles. Und genau, ich würde einfach mal sagen, wir bauen hier nochmal weiter. Wir bauen. Wir buddeln hier nochmal weiter. Ich nehme mal mein Bett. Und. Ja, das bauen wir mal dahin. Wie gesagt, Leute, die Base wird noch viel, viel cooler und größer und was weiß ich nicht noch alles. Vielleicht mache ich auch hier unten Glasschichten und so, dass es aussieht wie Nebel. Das ist auch immer richtig, richtig krass. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe es mal gesehen. Von Craft Tech von Basti BRG. Der hat das ja in der Quarzwüste gemacht. Eine weiße Wüste einfach mit Bergen und dann noch diese Nebelschichten. Das sah übel geil aus, einfach. Ja, gut, ich glaube, dass wir das Bett dann nochmal verschieben werden. Und ja, also. Ist es eigentlich schon nach? Muss ich mal nachschauen? Nee, es ist noch nicht, aber sieht so aus, als ob es gleich dunkel wird oder als ob es. Ach nee, war nur eine dunkle Wolke da oben. Die Wände, wie gesagt, die werden noch ganz schön ausgestattet. Mit Holz auf jeden Fall. So, das Bett habe ich nochmal eingesammelt. Weil das hätte ich ganz, ganz gerne nicht so weit an der Treppe und so. Das hätte ich gerne da. Und dann würde ich erstmal hier sagen, bauen wir eine Kiste hin. Die habe ich jetzt oben gelassen.
können wir noch mal schnell holen. Und nein, ich will ganz gerne die Kiste haben, danke. Das sammle ich dann auch noch ein. Keine Sorge, hier geht nichts verloren. Okay, aber ich würde ganz gerne hier die Base noch ein bisschen erleuchten. Und wir knallen jetzt einfach mal die Sachen rein, die wir nicht mehr brauchen. Ja, okay, die Kohle, die könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Die stelle ich jetzt einfach mal dahin, weil dann können hier zwei Truhen hin, da und da. Dann können hier zwei Truhen hin und da. Und dann kann hier noch eine hin, weil Truhen können nicht aufgemacht werden, wenn da über... Also die brauchen zwei Blöcke nach oben. Also den Block und den Block sind zwei Blöcke. Wenn ihr mich versteht, was ich meine und so. Und dann hole ich eben nochmal schnell die anderen... Oh, es ist Nacht. Und dann lege ich mich nochmal schnell schlafen und dann können wir das holen. So, zack. Und ja, dann hole ich das Zeug nochmal und vielleicht kann ich sogar noch den Crafting Table auffangen. Ja, können wir. Und leider muss das Dorf dann von Hogwarts weichen. Ja, weil das Hogwarts ist dafür einfach so groß, als halt der Crafting Table muss hier bleiben. Ja, ich würde sagen, das... Ah, okay, das kann da nicht nochmal rein. Ich würde sagen, da kommen zwei Truhen hin und da. Und dann kommt da nochmal zwei Truhen und da hin. Dann kann zwar diese Fackel da nicht bleiben. Aber hier ist auch nochmal weg. Okay, ich mache die einfach hier hin. Weil dann können da zwei Truhen hin und da zwei Truhen hin. Das ist einfach ganz geil. Wobei, ich mache jetzt einfach so und dann... Braucht das doch gar nicht. Ich kann einfach so machen. Okay, wie viele Truhen brauchen wir? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir brauchen 7 Truhen. Okay, wir haben 7 Truhen. Hat sogar das Holz gereicht. So, zack, zack. Und dann können wir nämlich die Kohle zu Kohleblöcken machen. Weil die braten nämlich 8 mehr. Und dann tun wir das auch rein. So, zack, zack. Jetzt haben wir ganz viel Kistenplatz. Und das kann reinkommen. Und dann können wir hier... Ja, Fleisch haben wir jetzt genug. Ich brate mal das Opfer. Und... Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Wir haben nämlich den richtigen Platz für Hogwarts gefunden. Wir haben zwar noch nicht angefangen, aber das kommt dann zwar nicht in der nächsten Folge. Da müssen wir erstmal Steine farmen und so für den großen Turm, weil da fangen wir dann an. Und wir haben noch einen Portal gefunden. Und ja, ich würde sagen, macht sich gut, macht es besser. Und ciao, Leute. Au. Au, au, stoß mir da in den Kopf. Au, 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 au.